Feuerresistenz, ja. Und dann, du bist leer. Du bist gleich auch leer. Aha. Und 14.000 Gold plus die ganze Beute. Müsste doch gut was rumkommen. Und wir haben Auftrag erfüllt. Das war gar nicht mehr wirklich geplant. Wir wollten ja eigentlich nur zu irgendeinem Dungeon, um da ein bisschen Gold zu machen. Aber so umso besser. Wir müssen jetzt nur noch den werten Herrn finden. Er hieß Gabriel Cartman in Freehaven. Ja. Ja. Hallo. Wie geht's? Hallo. Schön, dass du da bist. Nein. Fässer wieder aufgefüllt zufällig? Nein. Oh, na gut, nebenbei können wir ja gleich gucken, ob wir noch irgendwo Lehrer finden. Sollen wir hier mal irgendwo identifizieren? Was wir ja auch nochmal hochbringen wollten. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Hier, Meister des Erkennens. Du bist bereits Meister dieses Fach, okay. Oh ja, allgemein Lehrer suchen und Sachen verkaufen. Ist ja nicht so, dass das die größte Stadt überhaupt ist und hier zigtausend Häuser sind, aber hey. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Gabriel Cartman. Oh. Gabriel sagte, er arbeitet an einer Umkehr einiger mysteriöser Rituale der Untoten. Ach stimmt, das war dieser alte Mann. Aber ich weiß, dass Gabriel südlich des Temple Stone lebt. Temple Stone? Der lebt gar nicht hier in Freehaven. Wo ist der Temple Stone? Okay, es ist schon mal ein Hinweis. Steht hier wirklich nichts drin? Besorge für Gabriel Cartman in Freehaven. In Freehaven? Den Schädel von Etheric. Könnte ein Übersetzungsfehler sein. Es könnte sagen, dass das Grab von Etheric in Freehaven ist und nicht Gabriel Stone. Weil hier gibt es, glaube ich, nur einen Tempel. Flieg mal. Hier gibt es, glaube ich, nur einen Tempel. Und der ist ziemlich verlassen. Du bist der Hohe Rat. Oh, hier sind Händler, die können wir auch mal ganz kurz besuchen. Verkaufen. Weg, 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 weg. Rüstung wäre noch ganz schick. Gelehrtengilde des Geistes. Das da sieht tempelig aus. Und das ist er, glaube ich, auch. Tempel von Freehaven. Ist allerdings nicht Temple Stone. Oh, hallo. Oh, hallo. Suchauftrag. Oh, Gabriel Cartman. Gute Arbeit. Jetzt kann ich meine Forschung abschließen. Wenn ich herausfinde, wie das Ritual der endlosen Nacht funktioniert, dann kann ich den Prozess vielleicht umdrehen. Hier ist deine Belohnung. 7.500 Gold. Sehr, sehr komisch. Aber gut, wir haben Glück gehabt. Umso besser. 23.000 Gold. Verkaufen wir den ganzen Ramsch in einem Kitschladen. Hier. Weg, 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 weg. 32.000. Das wird langsam. Muss es allerdings auch, weil die ganzen Zauber und so weiter ja ziemlich teuer werden mit der Zeit. Du verzaubern. Das da. Reaktion plus 9 kann auch weg. Stärke und Ausdauer kann weg. Die Waffen können ja auch weg. Also, verkaufen. Weg, weg. Rüstungshändler. War auch hier vorne auf dem Marktplatz. Und wir haben ein Level up, richtig? Ja, sogar mehrere. Bye, bye, schönes Gold. 27.000. Rüstungshändler? Fragezeichen?
Ich dachte, hier im Hafen wären Waffenhändler und ein Rüstungshändler gewesen. Sieht nicht so... Ah doch, hier, Rüstungshändler. Die Waffen bitte nicht anfassen. Verkaufen, weg, 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 weg. 31.000. So, innehalten. Wir haben Schattenmagie langsam auf einen Wert, wo wir auch Meister werden könnten. Wir könnten Lichtexperte werden. Dafür brauchen wir nur Ruf. Problem ist, für Schattenmeister brauchen wir ganz hohen negativen Ruf und für Lichtmeister ganz hohen positiven. Und wir sind durchschnittlich. Warum auch immer wir schon wieder durchschnittlich sind. Ja. Das könnte ein Problem werden. Du... wolltest Körper jetzt auf 12 bringen. Vorher noch irgendwas anderes? Schild auf 4 wäre vielleicht ganz schick, damit sie nicht so schnell umkippt. Das mache ich mal kurz. Und Körper auf 8. So, du Schatten. Schatten versuchen, möglichst schnell auf 12 zu bringen. Ja, die Schattenzauber sind echt schick. Das machen wir mal. So, nicht mehr viel. 2 Punkte behalten wir uns über. So, du. Du wolltest Luft hochbekommen für Implosion und was weiß ich. Und Meditation sollten wir ihr immer, immer weiter erhöhen, sonst kommt sie nicht hinterher mit ihrem Zauberpool. Aber erstmal Luft. So, Meditation. Du hast 38 Punkte über. Es wäre schön, wenn man die übertragen könnte. Wir können ihm mehr Trefferpunkte geben, aber das brauchen wir nicht wirklich. Er überlebt so oder so immer am längsten. Schwer zu erhöhen bringt nicht ganz so viel mehr. Axt bringt halt Schaden, wenn wir denn endlich mal eine Axt hätten und Expertenrang und was weiß ich. Bogen benutzen wir auch nicht so viel. Panzer könnte er auch schon Meister werden. Nö. Du hast zu viele Punkte, Junge. War ich auf, bis ich irgendwas wirklich Sinnvolles finde. Panzermeister. Haben wir dafür schon irgendwo Notizen? Nee, die kam erst ab Teil 7 hinzu, dass man genau wusste, wo welche Lehrer sind. Schade. Na gut, wir springen Stadtportal nach Blackshire. Du Lichtexperte, ja. In der Wolfshöhle sind wir noch nicht durch, ne? Nö. Warum auch? Wir können jetzt zigtausend Sachen anfangen und uns immer wieder ablenken lassen. Viel zu viel zu tun. Was ich aber eigentlich wollte, war Zaubersprüche kaufen. Geschlossen. In welcher auch immer der beiden Gilde, die gerade auf hat. Keine. So, Zaubersprüche kaufen. Lehm wollen wir nicht, Solarstrahl. Zweitstärksten Verwüstungskraft in diesem Spiel. Das klingt schon mal sehr gut. Er konzentriert das Licht der Sonne auf eine elende Kreatur. Da Solarstrahl das Licht der Sonne bündeln muss, funktioniert es nur im Freien. Solarstrahl richtet 20 Schadenspunkte plus 1 bis 20 pro Fähigkeitspunkt in Lichtmagie an. Ein einzelnes Ziel und draußen. Nee, wenn ich draußen bin, schmeiße ich einfach Meteorregen oder Sternenfeuer. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt macht. Stunde der Kraft. Eile, Heldentum, Schild, Steinert und Segen auf all deine Charaktere. Den brauchen wir auch. Goldfinger, Goldfinger. Langsam. Den haben wir auch garantiert nicht, ne? Den anderen Lichtbuff-Zauber, den wir haben, der bringt Konzentration und dergleichen. Problem hierbei ist halt wirklich nur die Eile. Aber gut, trotzdem muss der gekauft werden. So. Du. Okay. Da. Tag der Götter, Stunde der Kraft. Warten, bis es Nacht wird.
Schatten. Drachenhauch 21.000. Armageddon 29.000. Mondstrahl Finger des Todes. Versucht auf der Stelle eine einzelne Kreatur zu töten. Kai. Tag des Schutzes. Oh, der ist sehr wichtig. Wende gleichzeitig Schutz vor Feuer, Strom, Kälte, Gift und Magie plus Federfall und magisches Auge auf all deine Charaktere an. Alle Zauberspruche werden mit doppeltem Schattenmagiefähigkeit angewendet auf Normal und dreifachen bei Experte. Jo, der ist gekauft. Du, okay. Da. Das hilft uns schon mal sehr. Was noch? Lehrer wären sehr wichtig. Wo könnten wir einen Axtlehrer finden? In Burg Ironfist oder in Neusorpigal? Schätze ich mal. Fangen wir da unten an. Und schlafen wir erstmal in einer ordentlichen Unterkunft. Hallo, komm herein. Frohen Aufenthalt. So, was hatten wir hier? Oh, hallo. Kupraya. Schön, dass du da bist. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Gerugon soll nicht begrüßen. Hier war Kondition und hier war Meditation und umgekehrt. Schön, dass du da bist. Hier war ein Auftraggeber. Nee, ich glaube, hier war kein Axtexperte. Wir hatten einen Luftexperten irgendwo auf dem Balkon, wo man nicht so ordentlich rankam. Da. Und wir hatten Feuer und Erde oder so. Schön, dass du da bist. Genau, Feuer. Schön, dass du da bist. Und Erde. Und hier den Klerikale, drei Stück. Ja, alles uninteressant. Nee, dann Burg Ironfist. Hoffen, dass es da irgendwo was gab. Hufeisen? Nein. Die wollen mich doch ärgern. Baust du ein Pferd? Sattel die Pferde. So, Burg Ironfist. Hier waren unten die Lehrer. Für Kette, Panzer und so weiter. Dann kann ich leider mal fragen, wo der Panzerlehrer war. Auch wenn ich das schon dreimal gefragt habe. Na, Burg Temper. Ich habe keine Ahnung, wo Burg Temper ist. Dementsprechend hilft mir das nicht so wirklich viel. Hier war ein Auftraggeber, hier ist eine Schule, hier sind Geschäfte. Da vorne war Bogen, auf der Rückseite war Dolch. Fliegen. Hier vorne war sechster Sinn und Entschärfen. Nee, Erkennen und Entschärfen. Geschäfte, 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 Geschäfte. Fliegen. Oh, hallo. Schön. Konditionen. Erfüllen sie alle nicht. Ja, macht Sinn. Wie geht's? Meister der spirituellen Magie. Darf sie nicht? Weil man von Lord Stone zum Hohepriester berufen werden muss. Lord Stone. Südlich von Templestone? Also nördlich von Freehaven? Also kurz noch hier gucken. Nix, okay. Das wäre Whitecap. Haben wir ein Whitecap-Gebiet, was wir noch nicht aufgedeckt haben? Ja. Hier könnte noch ein Lord sich verstecken. Das wäre ein wenig dreist. Zwei Lords in einem Gebiet. Aber gucken wir mal. Südosten war das. Und du mach mal... Tada! Weil wir es können. Oh, Harpien. Ich mag keine Harpien. Oh, wir müssen noch den Winter beenden. Alle verflucht. Fluchert werden. Nö. Und ja, hier scheint echt noch ein Schloss zu sein. Dementsprechend wahrscheinlich auch noch ein Herrscher. Wer ist da? Lord Anthony Stone. Hohepriester von Freehaven. Hohepriester von Freehaven? Warum zum Geier bist du da nicht in Freehaven? Menno, der Prinz der Diebe. Mir obliegt die traditionelle Aufgabe, die weniger aufrichtigen Geschäfte im Königreich zu überwachen.
Mein Haus hat dies seit Jahrhunderten in dem Glauben getan, dass solche Geschäfte immer existieren werden und dass sie besser beobachtet und reguliert werden sollten. Seit kurzem hat aber ein Mann, der sich der Prinz der Diebe nennt, angefangen, meine Autorität in Freehaven zu untergraben. Er kooperiert mit diesem widerlichen neuen Kult, der aus über dem Boden schießt. Wie heißt er noch gleich? Nein, wie auch immer. Meine Quellen berichten mir, dass dieser Kult plant, den König zu stürzen und die Macht in Enros an sich zu reißen. Das sind böse Geschäfte, die verhindert werden müssen. Du kannst damit anfangen, den Prinz der Diebe festzunehmen und in Ketten zu mir zu bringen. Du wirst natürlich reich dafür entlohnt werden. Der Prinz der Diebe ist höchstwahrscheinlich in der Kanalisation in Freehaven. Da wollten wir ja auch mal aufräumen und ich denke, inzwischen sind wir viel zu stark dafür. Also dürfte das schnell machbar sein. Aber das hier ist viel wichtiger, nämlich die Priesteraufstufung. Zusätzlich zu meiner Aufgabe als Aufseher über das unlizenzierte Gewerbe bin ich noch Hohepriester von Enros. Leiter der Diebesgilde mit einem komischen Hut, der anzeigt, dass du sehr, 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 sehr viel Gold hast, bist du auch noch der Hohepriester, ha? Huh? Das ist zu lustig. Hey, es ist meine Aufgabe, Kleriker zu Priestern zu befördern und falls angebracht, Priester zum Hohepriester. Zurzeit sind alle Planstellen besetzt und ich kann keinen neuen Priester berufen, ohne vorher neue Jobs zu schaffen. Und das würde gegen alle Regeln verstoßen. Allerdings, wenn jemand dem Königreich einen besonderen Dienst erweist, dann wäre die Beförderung akzeptabel. Wo wir gerade davon sprechen, es gibt einen Dienst, den du mir erweisen könntest. Ein Tempel in Freehaven wurde vor einigen Monaten von einem Feuer zerstört. Wenn du ihn wieder aufbauen könntest, hätte ich einen Grund für dich, dich zu befördern. Alle Kleriker würden zu Priestern, alle, ne? Wir würden auch gut bezahlt werden. Du wirst einen Steinmetz, einen Zimmermann brauchen. Zeig ihnen den Tempel, an den sie für dich arbeiten sollen. Ein Steinmetz und ein Zimmermann. Okay. Fluch entfernen.